Eine Schule ohne Noten und sitzen bleiben klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Konzept dazu gibt es, die reformpädagogische Modellschule. Den Antrag für einen solchen Schulversuch hat die Landeshauptstadt München im vergangenen Oktober gestellt. Doch der wurde kürzlich vom Bayerischen Kultusministerium abgelehnt. Im Rahmen von Modellversuchen werden innovative Strukturen erprobt, die möglicherweise in die Fläche getragen werden können. Die Einführung einer Gesamtschule ist jedoch nach dem Willen des Bayerischen Landtags nicht vorgesehen. Ich weiß, dass ein großer Bedarf bei vielen Familien da ist, mehr moderne Schularten eben auch auszuprobieren. Und deswegen bedauere ich wirklich sehr und kann es auch absolut nicht nachvollziehen. Kann ich nur sagen, Note 6 Freistaat, dass sie uns dieses Modellprojekt wieder abgelehnt haben. Im Auftrag der Stadt München hat das Referat für Bildung und Sport das Rahmenkonzept mit wissenschaftlicher Begleitung entwickelt. Das Motto: Einzigartigkeit schätzen und Gemeinschaft leben. Heißt, daraus ableiten, dass es eine Schule ist, die eine lange gemeinsame Schulzeit verwirklicht, nämlich mindestens bis zur 10. Klasse. Dass es eine Schulzeit ist, die nicht nach der 4. Klasse separiert, weil sie eben in dieser Gemeinschaft weiter existieren möchte. Auch die Notenvergabe würde anders aussehen. Wir wollen das Gelingen in den Mittelpunkt stellen. Und um Gelingen in den Mittelpunkt zu stellen, brauchen wir zumindest während der Schulzeit keine Noten in dieser Form. Sie sind manchmal vielleicht sogar eher hinderlich an dieser Stelle. Und deswegen sind wir hier auf der Suche, andere Formen zu geben, um die Vielfalt der Gelingensmöglichkeiten zu zeigen. Das sind nur zwei Ansätze von vielen. Das Kultusministerium sei bereit, mit der Stadt den Dialog weiterzuführen und an verschiedenen Schulen realisierbare Elemente des Konzepts umzusetzen. Und genau das passiert jetzt an Münchner Schulen. Die Ausarbeitung von einzelnen Ideen läuft bereits. Die Testphasen starten in wenigen Wochen.